Moin, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu GTA 4. Wir sind hier gerade mit Pegorino und zwei seiner Schläger angekommen zum Treffen. Wir treffen uns hier mit einer anderen Mafia-Familie und wir sollen für die Sicherheit sorgen, dass hier alles glatt läuft. Schauen wir mal, was passiert. Give him the rifle, Marco! You expect him to start throwing empty cans from there if this thing kicks off? No way, Skip. Here you go. Ja, jetzt kriegen wir hier eine etwas bessere Waffe, so ein Scharfschützengewehr. Nico, go up into that building. There should be a spot we can see over the meat. Don't start shooting unless they attack us. I don't want this thing screwing up for no good reason. Aber natürlich. Ja, wir sollen das Treffen aus der Ferne ein bisschen überwachen und haben hier 50 Schuss. Ja, bei 50 Treffern natürlich 50 Tode. Hier haben wir noch eine Waffe. So, und hier ist der Spot. Und dann überwachen wir mal das Treffen und hoffen, dass hier alles gut geht. Bewache Pegorino. Da kommen die. Drei an der Zahl. Genau wie wir auch. Und Pegorino hat ein Geschenk für die. Okay, und schon geht's los, Leute. Ja, komm her. Hab ich alle? So, wir sollen Pegorino retten. Da kommen aber noch mehr. So, haben wir alle. Okay, ich glaube, wir müssen da runter. Und... ja, Pegorino helfen. Die beiden Wachen sind schon tot. Und ich glaube, wir müssen uns sogar ein bisschen beeilen. Ich glaube, das war's erstmal. Vielleicht sollten wir mal so eine Waffe hier nehmen. Ach, von oben. Sag mir das doch einer. Okay, hier haben wir auf jeden Fall auch noch ein paar Wachen. Ah, das war aber fies jetzt. Meine Güte. So, der ist auch tot. Den hat's auch niedergeschlagen. Wäre cool, wenn wir hier noch eine Weste finden oder so. Okay, da liegt eine. Sehr gut. Was von hinten gehört. Holen wir uns erstmal die Weste. Ah!
Okay, Leute, ich glaube, das war's. Da ist er. The fucking Pavanos! If the rest of the commission knew they did this! Auch noch angeschossen. I'm sure the whole city will be up in arms. The motherfuckers trying to whack me at a sit-down! They're trying to make off with my tribute! The fucking nerve! We're gonna ice those fucks, Nico! Ja, versuchen wir mal, die zu stoppen. The fucking Pavanos! If we kill every one of them slime balls, then maybe the other families will give me their seat on the commission! Fucking Liberty City families! Get them, Nico! I'm doing my best! Yeah, well, best ain't good enough! I did my best. Made a name for the Pegaritos. Earned a lot of good money for a lot of bad people. And this happens. They try to fucking kill me! But at least they had the respect to do it to the meat. They didn't come to your home while you and your wife were sleeping. Let's make them wish they was never born! Wir müssen jetzt versuchen, das Geschenk zurückzuholen. Dabei müssen wir natürlich aufpassen, wir das Fahrzeug jetzt nicht zerstören von denen. Ich weiß halt nicht, ob das so klug ist, wenn wir drauf schießen. Deswegen lass uns sie erstmal nur einfach verfolgen. Bleib hier. Okay. Dann holen wir uns mal das Geschenk und fahren Pegorino nach Hause. Ja, was eine Mission, Leute. Ja, kommen wir da jetzt nicht mehr rein? Okay, versuchen wir das mal von der anderen Seite. Here you go. You're a good earner, Nico. Take me back to my place. Schleifen wir doch hier die Leiche ein paar Meter mit. Ja, Leute, fahren wir den guten Mann nach Hause. I can't believe that Pavanos would treat me like this. The Pegorino name should mean something to them. It means something in Alderney. Even if it don't in Algonquin. They better not think of crossing that West River and not looking over their shoulders. Too bad about Marco and Pete. Marco and Pete? Oh yeah. Those guys didn't make it, did they? Well, too fucking bad. They knew what they were signed on for. Weren't complaining on the way out, were they? No, they weren't. Happy to be on board with the skipper. Yeah, well, they seemed like good kids. Ah, these kids come and go. It ain't worth paying attention to them until they prove they can survive. I just move on and hire some wannabe wise guys off the street. It's that simple? Has to be. I only start paying attention to my crew when they start putting me in an awkward position. Either because they know too much in my rat, or because they got too much power, and they're too smart to get themselves clipped. Ray was nothing to me until he started earning big and sticking his nose in places it didn't belong. Rats seem to get everywhere you don't want them to be. The only way you know is by finding their shit all over the place in the morning. Phil's different. He's been my man for a while. I mean, how much can I do with a guy who ain't a full Italian? He's 90% Irish. It don't do too well for the reputation of us Pegorinos, having St. Patrick that high up in our organization. You see the respect we're getting out on the street? Jesus! Ja, also beschwert sich so ein bisschen darüber, dass Phil halt kein reinrassiger Italiener ist. Deswegen wahrscheinlich auch nie ganz zur italienischen Mafia gehören wird. Nice driving! Ja, und bei Ray ist das anders, bloß, ja, Ray kann er nicht so vertrauen, wie er das vielleicht gerne möchte, weil er ja oft seine Nase in Dinge steckt, die ihn eigentlich nichts angehen. Ja, und schade natürlich, da wir über die beiden Handlanger spricht, also das sind wirklich nur, ist nur Schall und Rauch für ihn. Da kümmert er sich gar nicht weiter drum. So Leute, dann setzen wir ihn mal ab und schauen mal, was hier als nächstes kommt. Kid, kept your head when everyone else was losing theirs. Sometimes literally.
We're gonna need your skills again soon. Arrivederci. Arrivederci. Ja, das Auto sieht aus. Von Kugeln zerhagelt. Voller Blut. Ja, wir klauen hier mal kurz das Auto. Und dann rufen wir Little Jacob mal an. Wir brauchen hier ein bisschen neue Rüstung. Beziehungsweise Rüstung haben wir fast voll, glaube ich. Gesundheit bräuchten wir. Jacob, I need some of that hardware you promised me. Yeah, man, we don't have West Side, man. Link up. Okay, er wartet wieder in der Gasse auf uns. Und dann können wir uns ein bisschen eindecken mit Munition, die wir jetzt verloren haben während der Mission. Und natürlich in der schusssicheren Weste. Da müssen wir aber erstmal hinkommen. Und vielleicht finden wir ja auch noch so einen Essensstand hier irgendwo auf dem Gehweg. Wo wir dann nochmal unsere Gesundheit hochbringen. Da vorne ist schon einer. So, Jimmy schickt uns eine Nachricht, die schauen wir uns gleich mal an. So, Gesundheit ist schon mal wieder voll. Und hier vorne wartet Little Jacob. Da können wir dann nochmal unsere Rüstung kaufen. So, schauen wir mal kurz, was er geschrieben hat. Du hast beim letzten Mal gute Arbeit geleistet, komm zu mir, der Boss. Witzig. Ja, dass er sich auch noch selber der Boss nennt, ne? Das sagt ja schon alles. So, wir brauchen auf jeden Fall hier wieder ein bisschen Munition. Gerade für die Verfolgungsjagden. Hier haben wir einiges gelassen. Und wie gesagt, die schusssichere Weste. Damit haben wir erstmal wieder alles, was wir brauchen. Und dann fahren wir mal zurück zu Jimmy. Come on, out of the way. Bernie. What's up, Bernie? I wanted to give you something to say thank you for me and Bryce. Well, he doesn't know I'm giving you this, but he gave it to me, so it's technically from him. What is it? This car. Enjoy! I only power walk or take cabs, so I figured I should pass this on to my savior. Thanks, man. I appreciate that. Don't mention it. What we've got is worth more than money. Ja, das ist aber nett von Bernie. Die haben uns ein Auto geschenkt. Ja, das sollen wir dann wohl demnächst mal abholen. Aber erstmal kümmern wir uns hier nochmal um Jimmy Pegorino. Past it this time. Does that worry you? When you marry a dragon, you gotta expect a few knights are gonna turn up to try to slay him. Jackasses. All of them. All of you. Nice talking with Whatever. You. Whatever. You have fun. Pick a swell guy to kill. Hopefully someone with a young family who really miss him. Charmant wie eh und je. Hey! Hey! Is Mr. Pegorino around? Sure. I'll get him. Boss! Anthony, will you shut up? In fact, will you fuck off? Go on, get out of here. Don't come back till you get a brain implant or something. I'm sorry. I'm nice to see you, Nico. You too. I got a couple of things I want to talk to you about. First up, can you kill this shithead? Sure. Second, come in here. Oh, fuck. So, listen. We got a bit of a problem with the Pavanos. Yes, I noticed that at your meeting with them. The way they look at us, we're bottom feeders. Always have been. We ain't a real family to them. Just a bunch of Guernsey Goombas. When things are cool, we're getting fucked. I'm sorry to hear that. Sure. Listen, some of their boys are in town today. Gonna collect their piece of an Alderney bookie ring.
Where it is, they're at the diner, an actor. Find them and follow them to the meet. You disrupt it, and I'll let you keep the money. But make sure you hit the Pavanos real hard. Kabish? Yeah, kabish. Kabish. Ja, jetzt reden wir uns ein bisschen an den Pavanos. Oh, schönes Auto hier. Mit dem fahren wir mal zum Diner. Verfolgen die dann und ja, rauben die dann aus. Hört sich einfach an. Mal sehen, ob es so einfach ist, wie es sich anhört. So, jetzt werden wir auch noch in einen Mafia-Krieg reingezogen. Wo die unterschiedlichen Mafia-Familien sich untereinander bekriegen. Ja, mal sehen, ob das alles gut geht. Es ist halt immer noch mal wieder eine Steigerung zu den ganzen Problemen, die wir so in dem Spiel bisher erlebt haben. Ich finde nur noch, dass Dimitri Raskolov, oder wie er sich nennt, auch noch mit dazu kommt. Mit dem haben wir auch immer mal wieder zu tun und der verübt sogar schon Anschläge mal für uns. Naja, bleibt abzuwarten. So, hier ist der Diner. Und hier sollen wir dann wohl mal warten. I think that guy works for the Pegorinos. God, they must be desperate. Let's lose him on the way to the meet. Ja, wir versuchen uns natürlich nicht abhängen zu lassen. Natürlich blöd, dass wir jetzt hier erstmal drehen müssen. Aber gut. Wir sollen die ja nur verfolgen, damit wir wissen, wo das Treffen stattfindet. Ja, der schießt sogar schon auf uns. Aber wir wehren uns erstmal nicht. Oh, armer Bauarbeiter. Ja, ja, ja. Der fährt also wirklich. Na. Schön in die Häuserwand gedonnert. Okay, hier scheint das Treffen zu sein. Gut, Leute, schalte sie alle aus, heißt, wir schießen da mal etwas drauf. Dann geh doch mal rein in die gute Stube. Finden wir dann noch mal eine Rüstung drin. Mir wird schon reichen, wenn wir hier wieder rauskommen, heil. Werde dein Fahndungslevel los. Das versuchen wir natürlich. Klauen wir uns mal das Auto hier. Ja, so ein Mist. War keine gute Idee, hier kommen wir nicht so gut raus. Müssen wir uns mal das Auto hier schnappen. Ja, ich versuche jetzt mal nicht auf die zu schießen, weil sonst haben wir gleich 3 Sterne. Und das ist dann nochmal ein bisschen schwerer. Ja, mit platten Reifen fürchtet sich das natürlich auch nicht gut. Oh. Bisschen abgeräumt hier. So, wir warten mal hier vorne, bis wir die abgehängt haben.
So, das hat geklappt und Auftrag ist erledigt. I got that stuff, Jimmy. Well done, my boy. I hope you made him suffer. Teach him that all that is Pecorino turf. Was there a nice little haul in it for you? All right. Well, maybe you'll give me a little taste then. Hand something up the ladder. That's how us Italians been doing things for centuries. Good thing I'm not Italian. Ja, Leute, wir klauen uns mal kurz ein Auto und stellen uns hier ein bisschen an die Seite. Okay, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also schaltet gerne wieder ein. Bis dahin.